Hallo liebe Tischtennisfreunde, heute habe ich meinen Mannschaftskameraden Thomas Englert hier. Ich freue mich, dass er hier ist. Einer der strukturiertesten und diszipliniertesten Menschen nach Alex Eisenfeld, den ich kenne, ja, muss man ja mal sagen. So. Tommy hat unglaublich schnelle Beine, auf der Rückhand hat er eine kurze Noppe, also auch für Materialspieler interessant. Er ist mehrfacher Brandenburger Meister, Rekordmeister. Also vorhin hat er mir gesagt, wie viele Titel er gewonnen hat. Insgesamt müssen es so 25 oder 26 Titel sein. Dann ist er zweifacher deutscher Meister bei den U40 Senioren. Und er hat 10 Jahre lang am Stück in der zweiten Bundesliga gespielt früher. Ein wirklich super Athlet und er ist auch der professionellste Spieler in unserer Mannschaft. Er rollt sich da einen ab mit seiner Backroll. Jetzt starten wir auch gleich mit der ersten Übung. Thomas wird anfangen. Thomas, was spielst du denn für eine Übung? Die Mutti-Übung, Einspielung, Rückhand-Mitte, Rückhand-Vorhand. Warum spielst du die eigentlich? Kombination von Rückhand-Vorhand, kleine Bewegung, Rückhand zur Mitte-Vorhand und dann wieder zur Rückhand und dann eine weite Vorhand. So, das war jetzt Thomas seine Übung, jetzt kommt meine Übung. Ich werde einen Ball Rückhand spielen und danach verteilt der Thomas mir den ganzen Tisch frei, dass ich mich bewegen muss, reagieren muss, agieren muss, dass man halt viele Unregelmäßigkeiten so ein bisschen beherrscht, ja, antizipieren kann und so. Deswegen trainiere ich jetzt Rückhand frei. So Leute, es ist halt die Hölle, auf so einem roten Boden zu spielen. Also Respekt an die ganzen Profis. Plus dann noch die Noppe. Dann bleibt der Ball auch so ein bisschen stehen, egal wie fest du ziehst. Der fällt immer so ein bisschen runter. Du musst dich immer noch ein bisschen nach vorne irgendwie herantasten und nach vorne arbeiten. Deswegen mega, mega hart. Wenn ihr eure Beine trainieren wollt, gerade dieses nach vorne gehen und sowas, ist es natürlich auch sehr, sehr effektiv, gegen die Noppe zu trainieren. Was spielst du denn jetzt? Ich mache jetzt eine unregelmäßige Übung. Erste Übung war regelmäßig. Zweite Übung ist ein bisschen unregelmäßig. Viel Beinarbeit dabei. Mitte außen, das heißt, erster Ball in Mitte, dann links oder rechts, dann wieder links oder rechts. Dritter Ball in Vorhand, um dann quasi in den Abschluss zu kommen. Und den mache ich die über Mitte und dann ist es quasi vorbei. Auch ein cooler Ansatz, finde ich, von Tommy, dass er nach dem dritten Vorhandball einen Endschlag macht und dass der Endschlag wirklich auf Mitte geht, ja, weil gerade gegen gute Spieler ist es immer so, wenn du auf die Ecken spielst, die sind dann irgendwie da, aber wenn du über die Mitte spielst, dann holst du die so ein bisschen raus, dann kommt der Block erstmal qualitativ schlechter, wenn er denn überhaupt kommt, ja, deswegen ganz cool.
So, jetzt kommt die Übung von mir und zwar spiele ich dasselbe wie Thomas. Ich mag diese Übung gar nicht, aber sie ist einfach effektiv, ja? Weil ich bin immer gezwungen, in die Mitte zu laufen und dann wieder links oder rechts. Jetzt mache ich noch mal eine Ausschlag-Rückschlag-Übung kurz. Und zwar mache ich Ausschlag kurz. Tommy spielt kurz zurück in die Vorhand. Ich spiele kurz zurück. Und dann gibt er mir den halblang oder langen Vorhand oder langen Rückhand. Die Übung spiele ich aus dem Grund, weil ich sehr rückhandlastig spiele. Und ich muss das bis zum Saisonstart irgendwie trainieren, dass ich da wirklich strukturiert mit der Vorhand annehme. Die allerletzte Übung für heute. Was spielst du denn jetzt, Tommy? Ausschlag-Rückschlag-Übung. Mhm. Da ich ja vorhandorientiert bin, Vorhand-Ausschlag, Länge des Tisches ausnutzen, kurz Vorhand, dass ich einen langen Schritt machen muss in Vorhand oder lang Rückhand, kann ich die Entscheidung entweder rum Vorhand oder Rückhand rein. Wir sind jetzt fertig mit dem Training, total durchgeschwitzt. Es hat wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du gekommen bist, Tommy. Es ist mir immer eine Ehre und es macht unglaublich viel Spaß, mit Tommy zu spielen, weil er redet halt gar nicht. Er spielt einfach seine Übungen und knüppelt. Deswegen ist es sehr, sehr effektiv. Ja, jetzt will ich natürlich Tommy auch mal fragen. Tommy, was wären denn so deine ultimativen drei Tipps? Vielleicht auch für Materialspieler, vielleicht auch im Allgemeinen für die Tischtennis-Leute da draußen. Erster Tipp bezogen auf Training. Nutzt die Zeit in der Halle, schnattert nicht viel rum, trainiert ein bisschen flexible Sachen, kurz, lang, Aufschlag, Rückschlag und eine Standardübung bzw. eine unregelmäßige Übung. War Tipp 1, Zeit nutzen. Tipp 2, Rückschlag, variabel sein. Kurz, lang, Flip, vielleicht zwei, dreimal kurz spielen. Zweiter Tipp. Dritter Tipp ist, gerade für Noppen-Materialspieler, viel Spinwechsel reinbringen. Mal Geschwindigkeit reinbringen, mal nur abtropfen lassen, dann muss der Gegner wieder ran an den Tisch, muss eine Flugkurve spielen, dann kann man wieder raufgehen mit der Rückhand oder mit der Vorhand. Nicht immer nur Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, sondern das Material auch nutzen. Tommy, was spielst du eigentlich für ein Material? Für die ganzen Noppen- oder Materialspieler ist es, glaube ich, interessant zu wissen, was du da spielst eigentlich. Eine TSB Spektur 21, als Noppe 1,8. Nicht 2-0, dass du ein bisschen Störeffekt hast, sondern deswegen 1-8. Und was spielst du auf Vorhand? Vorhand spiele ich in Dignitz, 9-10. Und Holz? Holz ist das Sanglitje Super ZLC. Aufgrund des Alters immer langsamer geworden, ja. Das heißt, ich brauche einen größeren Schlägertreffpunkt. Leute, glaubt nicht daran, dass er älter geworden ist, ja. Tommy ist einer der wenigen, die von Jahr zu Jahr immer jünger werden. Ja, er ist immer noch so schnell.